Freude heißt dieser Tag Zeitballung dieses Objekts. Willkommen bei Surkamp. Es gibt etwas zu feiern. Dieses Buch hier, Johann Heutrop, es ist noch nicht das Buch selbst, es ist ein Leseexemplar. Ja, man könnte auch die Dateien rumschicken. Gerade wegen der Qualität der Haptik des Objekts selbst haben wir dieses eigentlich überflüssige Leseexemplar gemacht und es auch noch besonders und anders ausgestattet, als das fertige Buch dann sein wird. Es ist als Paperback hergestellt und hat einen anderen, knalligeren, lauteren Umschlag bekommen, als das fertige Buch haben wird. Hinten drauf mein Meergedicht. Vor ein paar Wochen habe ich in der Humboldt-Uni mit Dietrich Diederichsen zum Thema Meer schon mal eine Abendtagung gemacht. Meer, mehr Geld, mehr Macht, mehr Zeit, Weltmeer, Liebe, Wahrheitswahn. Alle diese Ozeane kommen in diesem Roman in unterschiedlicher Ausdehnung vor. Und hier jetzt also mit Schleuder und Harfe zur Objektizität dieses Objekts, das jetzt in geballtester Form in sich zusammengedrängt enthält, vier kleine Punkte, jetzt, alt, neu und sofort. Erstens jetzt. Jetzt ist es also schon wieder über eine Woche her. Am Montag letzter Woche ist dieses Buch bei Pustet in Regensburg gedruckt worden. Und ich wollte diesmal und zum ersten Mal es machen und hinfahren und mir diesen Vorgang anschauen, den Augenblick miterleben, wo alle diese Festlegungen herstellerischer Art im Druck, im Augenblick des Drucks unabänderlich in die Wirklichkeit übergehen und dann so sind, wie sie sind und man kann nichts mehr dagegen und damit und dazu machen. Je mehr ich mir das vorgestellt habe, wie das sein wird, das miterleben zu müssen, umso mehr kam es mir vor, zu meiner eigenen Exekution anreisen zu müssen und dann habe ich es nicht gemacht und bin nicht hingefahren. Ein paar Tage später habe ich Frau Knappitsch, mit der ich das Buch zusammen gemacht habe, angerufen. Frau Knappitsch, haben Sie aus Regensburg was gehört? Wie ist es denn mit dem Druck gegangen? Ja, es geht gut. Ich habe übrigens auch schon ein Exemplar da. Oh Gott, kann ich das vielleicht haben? Ja. 15 Minuten später saß ich bei Frau Knappitsch am Schreibtisch oder vielleicht stand ich auch neben ihrem Schreibtisch und hatte dieses Buch in der Hand. Und dann war es also so, wie es ist. Die Farbe stimmt, die Buchstaben stimmen, das Papier stimmt, die Gelbigkeit des Papiers, wir haben es richtig ausgewählt. Die Schwärze des Drucks stimmt, der Satzspiegel, die Menge an Text, die Größe der Buchstaben, der Durchschuss, alles. Hier diese schwierigen Anfangszeiten, das Durchscheinende, haben wir es uns richtig vorgestellt? Ja, wir haben es uns so vorgestellt, wie es geworden ist. Es ist gut geworden und es riecht sogar auch noch gut. Zweitens, alt. Dies ist ein historischer Roman. Die Geschichte, die er erzählt, spielt in der Unerkennbarkeitsferne der Jüngstvergangenheit der frühmittleren Nullerjahre. Mit der Ferne dieser Vergangenheit verhält es sich wie mit der Schönheit schöner Objekte. Unmerklichkeit ist ihr Signum. Das Visuelle. Ich habe hier einige Sendungen von 2003 von der Harald Schmidt Show mitgebracht. Zeigt diese Unterschiede viel greller, viel deutlicher. Das Ineinander von Geändertem und Gleichgebliebenem, das sich gegenseitig auf faszinierende Weise in der Erkennbarkeit zum Verschwinden bringt. Aber die Ballung von Geschichte in diesem Roman, im Roman, in diesem Objekt hier, ist natürlich ganz und gar mentaler Art. Thomas Hettche hat vor 2,5 Jahren in der Hegemann-Debatte als Qualitätskriterium für Literatur den Werkcharakter von Literatur gegenüber den Authentizitäts-Tagebuch-Blogschreibereien in Stellung gebracht. Das Werk, das Gemachte, das Geformte, das Gearbeitete, das erst sei Literatur. Und natürlich ist da ein kleiner Aspekt erwischt, richtig? Aber in erster Linie und hauptsächlich ist das Blödsinn. Literatur handelt von etwas viel Einfachem, ganz anderem, nämlich von Menschen. Was für Menschen sind das, die einem aus einem Buch entgegenkommen, die aus einem Roman
einem entgegenkommen, ganz egal, ob das Ich-Literatur ist, ob das eine Ich-Figur ist, ob das ein Autor-Ich ist oder eben fiktive Figuren. Was sind das für Menschen? Sind sie interessant, kompliziert, widersprüchlich? Sind sie in realitätsanaloger Weise so gezeigt, dass sie sich selbst unerkennbar sind im Ineinander von Handeln, Reden, Denken und der Distanz zwischen diesen Dingen? Das Thema heißt also Seele und Unerkennbarkeit der Seele für den, in dem die Seele lebt. Wenn man die Realitätsanalogie auch diesbezüglich auf den Roman überträgt und das im Text explizit Gesagte so darstellt, dass erst im Beobachter, im Leser, in der Reflexion des Lesers sich diese Seelenessentialien der Figuren erschließen, öffnen und zeigen würden, dann wäre man ja beim allerältesten Konzept des Romans. Für mich war es neu, deswegen hat es mir so einen Spaß gemacht, das zu schreiben. Drittens, neu. Es sind fantastische Zeiten für Literatur. Der Wirklichkeitsdruck aus der Wirtschaft, von den Technologien, aus der Politik her ist gigantisch. Der mediale Reflex, immens vom Internet, hochpotenziert, reich, kompliziert, komplex. Und die Literatur ist demgegenüber komplett frei. Es gibt keine Vorgabe, wie ein gutes Buch, wie ein Roman geschrieben sein soll. Sie kann sich dieser Realität zuwenden oder sich von ihr abwenden. Sie kann diesen medialen Reflex, der all das begleitet, in sich aufnehmen oder komplett ignorieren. Und auch wie sie das tut, es ist egal. Sie kann im Äußeren höchstens experimentell angelegt sein, dokumentaristisch, in der alten Cutterweise die Frühmoderne wieder neu aufleben lassen, Montage, scientistisch, fiktiv oder eben uralt, narrativ, alles ist möglich. Es gibt kein Kriterium, es gibt keine Vorgabe, keine gültige Ästhetik, keinen automatisch verbindlichen Vorsprung an Plausibilität für irgendeine bestimmte Form, den Roman zu schreiben. Und das ist wirklich neu. Wenn man nur das 20. Jahrhundert durchmustert, kann man für jedes Jahrzehnt kann man sagen, welche Kriterien auch für die Autoren eigentlich maßgebend waren, die wirkliche Literatur machen wollten. All das hat natürlich mit der von mir schon viel beklagten Verschwundenheit des Verbindlichkeitsvorrang wirklicher argumentativer Sachdebatte über Literatur zu tun. Es gibt diese Debatte, es gibt intellektuelle Auseinandersetzungen, aber sie ist unverbindlich. Sie hat das eingebüßt, was sie früher hatte, dass sie verbindlich war. Und die Intellektualität, das Argument, ist weitergewandert, lustigerweise primär in die Populärkultur hinein, in die Underground-Affiliationen der Populärkultur. Dort wird wirklich ans Argument geglaubt und argumentiert. Der Literaturkritiker will empfehlen, will begeistert sein, er will den Autor natürlich am allerliebsten porträtieren. Zum 100. Mal muss er vor der Suppe sitzen und muss erzählen, was er denkt und tut und macht. Anstatt, dass man einfach die Bücher bespricht. Sich der Anstrengung aussetzt, ein Argument zu finden, wie man es findet, darüber nachzudenken, dieses Urteil argumentativ zu belegen. Und man könnte an dieser Stelle endlos gehässig und äußerst fundiert über einzelne Leute abhetzen. An Hass und Verachtung fehlt es nicht. Aber es ist die Frage, was ist wann gefragt, was ist wann neu und was ist wann auch höflich. Und insofern lasse ich das alles weg und betone, wie toll das ist, dass durch diesen Verlust von Kriterien diese riesige Freiheit besteht für die Literatur, diese Realbeliebigkeit dessen, was die Literatur machen will, komplett vorgabenlos. Am Schluss gibt es eine Frage: Was taugt das Buch? Früher ist man so verfahren, da hat man sich das Buch an den Kopf geschlagen und wusste, was es taugt. Wir haben dieses Leseexemplar gemacht, da können Sie diese alte Praxis mal testen.
zum gleichen Zeitpunkt, wie wir hier zusammen sind, tagt, ich weiß nicht, in Frankfurt oder irgendwie die Buchpreisjury. Und ich habe mich fast schreiend und mit Händen und Füßen hier in diesem Zimmer dagegen gewehrt, dass die Fahnen meines Buches dort zur Beurteilung eingereicht werden, weil nicht die Fahnen, nicht die Idee, nicht der Inhalt, nicht die Geschichte, nicht all das, sondern erst dieses fertige Objekt hier, mein Roman Johann Heuer ist. Viertens, ganz kurz und ganz schnell noch, sofort. Hier hinten drin steht ein Datum. Es ist der 8. September 2012. An diesem Tag ist das Buch im Buchhandel erhältlich. Dieses Datum hat den scheußlichen Namen Sperrfrist. Die Kritiker werden gebeten, ihre Rezensionen, wenn es denn irgendwie möglich ist, nicht vorher zu veröffentlichen. Idiotischerweise ist das unüblich, obwohl es niemandem nützt, obwohl es ein Zeichen des Schwachsinns ist, der Angst von Seiten der Journalisten. Man kann nur an den Anstand, an die allerbasicsten Gefühle von Respekt für die Arbeit anderer appellieren und sagen, lassen Sie es halt gut sein. Schreiben Sie die Kritiken halt nicht vorher in Ihr Blatt rein. Das Buch hat keine Eile. Es ist keine Nachricht. Es ist ab dem 8. September, dieses hier jedenfalls, 2012 da. Es geht auch nicht sofort wieder weg. Zum Objektwiderstand des Buchs passt auch sein Widerspruchsreichtum. Dazu würden auch uneiligere Resonanzen und Reaktionen passen. Das ist ja der Unterschied zur Theateraufführung, zum Konzert, zum Filmstart auch. Das Buch ist kein Event. Das ist Teil seiner Schönheit. Kein Publikum, keine Kollektivität. Warum hat der Journalismus dafür jedes Gefühl verloren? Mit dem eilig publizierten Text wird doch nur betont, dass er sich nicht auf seine Argumente, die Durchdachtheit seiner Gedanken, sondern vielmehr auf die Interessantheit seiner Neuheit verlassen will. Falsch. Mit Schleuder und Harfe, habe ich eben gesagt, Alfred Kerr. Wenn der Text eilt, weil die Gedanken springen und so viele da sind, die kurz mal schnell durchgeheizt werden müssen, drückt sich das im Sound, im Argument, im Geist des Textes, der Kritik aus, nicht in der banalen Ersterhaftigkeit und dem stumpfen Terminstrebertum, neben die blöde Seite des Journalismus gefangen ist. Also, Appell an Goodwill, wie es hier drin steht. Leseexemplar, bitte keine Rezensionen vor dem 8. September 2012. Und jetzt, wie heißt es so schön in Loslabern? Geht hin und schreibt. Einen schönen Nachmittag. So, jetzt wurden wir falsch mit.